Im englischen Fußball hat der Transfermarkt seine Tore geschlossen. Den kostenträchtigsten Einkauf des Sommers tätigte Manchester United. Der Rekordmeister gab für Verteidiger Harry Maguire umgerechnet 87,5 Millionen Euro aus. Insgesamt wurden in der Premier League 419 Spielerwechsel verzeichnet und dabei fast 2 Milliarden Euro bewegt. Besonders der FC Arsenal griff kräftig in den Geldschrank. Auch Mannschaften wie die beiden Clubs aus Manchester und Tottenham Hotspur gaben mehr aus, als sie einnahmen. Beim FC Liverpool sowie beim FC Chelsea klingelte hingegen die Kasse. Dass Profifußballer nicht am Hungertuch nagen, ist bekannt. Die Bank of England rechnet vor, dass ein Premier League-Spieler im Durchschnitt 55.000 Euro verdient, und zwar in der Woche. Das Gehalt von Premierminister Boris Johnson von wöchentlich 3.100 ist dagegen kümmerlich. Ganz zu schweigen von den 320 Euro, die man als Bedienung im Gastgewerbe verdient. Insbesondere die Fernsehgelder fluten die Konten der Premier League-Mannschaften. 2015 veräußerte die Liga die Übertragungsrechte für den Zeitraum von 2016 bis 2019 für umgerechnet mehr als 5 Milliarden Euro.